Ich lerne, wie man faltet zum Beispiel oder wie man mit der Drehmaschine arbeitet. Und ich lerne auch, wie man mit der Fräsmaschine arbeitet, wie man die Werkstücke zerspannt, und dann habe ich noch einen theoretischen Teil, wie man zum Beispiel am besten feilt oder wie man am besten fräst und dreht. Meine Kollegen sind freundlich und das schätze ich sehr, und einfach das Zersparen, wie die Späne so rausfliegen, ja, das macht Spaß. Ich habe eine ASS-Störung. Ich würde anderen die Ausbildung empfehlen, weil da sind weniger Leute, und die Ausbildung ist gut für Menschen, die Schwierigkeiten haben, in einem größeren Umfeld zu arbeiten.